Leute, wir haben einen Weihnachtsbaum, Lichterketten, Lebkuchen, Tee, Weihnachtspullis. Ihr merkt schon, das ist keine normale Auf-Klo-Sendung. Wir haben heute ein Auf-Klo-Weihnachts-Special und dazu haben wir hier eine Weihnachtsspezialistin. Das ist Paula und Paula ist quasi auf dem Weihnachtsmarkt groß geworden. Was ist das Schönste einmal und was ist das Nervigste für dich am Weihnachtsmarkt? Das Schönste ist eigentlich, wenn er vorbei ist. Dann hat man alles hinter sich. Der ganze Stress ist vorbei. Okay, und was ist das Nervigste? Irgendwie alles, weil es stressig ist, aber so was ganz Besonderes ist jetzt nicht. Vielleicht nur, dass der Weihnachtsmarkt immer so lange auf hat. Paula Wollenschläger, 16 Jahre alt, Berlinerin. Ihr eigentliches Zuhause aber ist der Rummel. Paula ist Schaustellerin in der 6. Generation. Sie wurde in einem Bierzelt getauft und in der Bingohalle konfirmiert. Echt wahr. Schon ihr Ur-Ur-Uropa hatte ein Karussell. Damals sah Rummel allerdings eher so aus. Heute Glitzer, Glitzer überall, Glühwein, Lebkuchen. Paula hat sogar an Weihnachten Geburtstag. Ach, Weihnachten ist doch immer wieder die schönste Zeit des Jahres. Eben. Paulas Weihnachtsmove Number One ist das. Für mich ist Weihnachten ja so eine schöne, entspannte Zeit und ich glaube für die meisten auch. Man trinkt Tee, man sitzt zu Hause gemütlich, isst Plätzchen. Wie ist das für dich oder für dich und deine Familie? Also für mich ist es eigentlich nicht ganz so gemütlich, beziehungsweise für meine Eltern, weil wir halt zur Weihnachtszeit Weihnachtsmärkte haben und dadurch halt immer eingespannt sind. Und bei uns ist es eher nicht so mit Plätzchen backen und zu Hause gemütlich rumsitzen. Hast du auch so eine Art von Vorweihnachtsfreude und fängt die denn früher an oder? Ich weiß gar nicht, ob ich sowas mit Weihnachten verbinde. Eigentlich eher gar nicht. Also Weihnachtszeit ist Arbeitszeit einfach. Total. Wie feiert ihr denn? Also Gott sei Dank haben wir am 24.12. geschlossen. Und dann sind wir auch zu Hause mit Oma und Opa. Dann machen wir auch ganz normal Bescherung, dies, das, jenes. Aber meistens sind wir so müde vom Weihnachtsmarkt und erschöpft, dass wir früh schlafen gehen. Weil okay. Am nächsten Tag müssen wir wieder auf den Weihnachtsmarkt. Ihr habt bestimmt auch schon mal gehört, dass der Weihnachtsmann, so wie wir ihn kennen, weißer Bart, roter Mantel, von Coca-Cola erfunden wurde. Das stimmt nicht ganz. Die Leute hatten schon lange vorher verschiedene Vorstellungen davon, wie der Weihnachtsmann aussieht. Das war verschieden, je nachdem, wo man lebte. Als Coca-Cola in den 30er Jahren ihre große Werbekampagne gestartet haben, haben sie sich nach einem Vorbild orientiert, das zu dem Zeitpunkt schon ungefähr 100 Jahre alt war. Das heißt, nein, Coca-Cola hat den Weihnachtsmann nicht erfunden, aber sie haben ihn international berühmt gemacht. Du hast auch noch zu allem Überfluss am 26. Dezember Geburtstag. Ja, wie ist das? Ein schönes Weihnachtskind. Wie feierst du deinen Geburtstag? Meistens auf dem Weihnachtsmarkt, okay. Wenn meine Eltern keine Zeit haben. Also wir gehen nicht irgendwie mit der Familie essen oder so. Wir laden dann einfach alle auf dem Weihnachtsmarkt ein und dann feiern wir da ein bisschen. Wenn ihr ein bisschen Abwechslung haben wollt und eben nicht die ganze Zeit Last Christmas hören wollt, haben wir für euch eine Weihnachtsplaylist, eine Auf-Klo-Weihnachtsplaylist zusammengestellt, hier oben. Wie ist das eigentlich mit Geschenken? Also du hast ja am 26. Geburtstag, kriegst du dann doppelt Geschenke? Ja, Das reicht nicht voll viele, aber ja klar, hätte ich im Sommer Geburtstag, würde ich ja auch Geschenke bekommen. Was gibt's bei euch eigentlich zu essen? Hühnerfrikassee mit Reis. Ja? Ja. Also immer ein Heiligabend ist immer das Tradition? Ja, das kocht meine Oma. Bei uns gibt es immer ein Heiligabend vietnamesische Sommerrollen. Yeah. Auf meinen Wunsch hin, Sommerrollen, weil das mein Lieblingsessen ist. Ich würde gerne mal wissen, was ihr für Weihnachtstraditionen habt. Wie feiert ihr, was esst ihr und habt ihr irgendwelche besonders verrückten, nicht klassischen Traditionen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Abwechslung braucht von Weihnachten, dann schaut euch doch alle unsere Auf-Klo-Folgen an. Gibt es doch alle ohne Weihnachtsmotive. Und ansonsten, falls ihr schon genervt, gestresst, gelangweilt seid, bald ist es ja auch wieder vorbei. Und genauso das Jahr 2016, dazu gibt es nächste Woche ein Silvester-Special. Für euch haben wir jetzt was ganz Exklusives, nämlich ein Auf-Klo-Tröten-Konzert mit dem exklusiven Auf-Klo-Weihnachtsgedicht. Also viel Spaß damit und ja, danke, dass du hier warst. Ja. Das
das offizielle Auf-Klo-Weihnachtsgedicht. Weihnachtszeit, es ist soweit, Schnee und Lichtlein weit und breit. Auch bei mir auf Klo weihnachtet es so. Selig glänzt der Weihnachtsbaum in meinem Klo wie im Einstraum. Es duftet wie im Wald, kein Wunder, denn Weihnachten ist bald. An seinen langen Zweigen rote Kugeln, die sich neigen. Und die bunten Lichter scheinen in alle Gesichter. Schau doch mal, der Trötenmann hat eine rote Mütze an. Er kam mit dem Schlitten her, denn auch bei ihm weihnachtet es sehr. Lebkuchen und Pfefferkuss sind zwischen Fliesen ein Genuss. Und wird die Hüfte breiter, dann ess ich heiter weiter. Denn wir mögen Baklava, so wahr der Jesus Christkind war. Ich schwöre auf meine Mutter, an Kekse muss viel Butter. Weihnachten ist zauberhaft, es hat wie Mädchen Superkraft. Falsches Geschenk, Familienstreit, und dafür fuhr der Amazonmann kilometerweit. Menschen kommen zusammen, sie treffen sich auf Klo. Ihre Herzen stehen zusammen, hier sind sie ja so froh. Sie jauchzen und sie lachen, als gäb's keinen nächsten Tag. Doch wenn sie dann erwachen, ist Weihnacht angesagt. Dann werden alle Schwestern wie Solange und Beyoncé. Und bald wird wieder Sommer, dann schwimmen wir in ein See.